ungewohnt, auf einmal ein blaues Trainingstrikot anzuhaben, weil das letzte Jahr bei St. Pauli war auch schon grau und nicht mehr braun-weiß im Trainingstrikot. Aber ja, jetzt neues Kapitel, blaues Trikot und hat richtig Spaß gemacht mit den Jungs auf dem Platz. Ich habe mich gefreut, endlich wieder Fußball spielen zu können. War jetzt auch eine lange Pause für mich mit 6, 7 Wochen, glaube ich, ohne Fußball. Und wenn man dann irgendwie die ganze Zeit nur selber am Trainieren ist oder Laufen ist, dann freut man sich umso mehr, wenn es dann wieder mit der Mannschaft auf den Platz geht und endlich ein Ball wieder dabei ist. Und deswegen hat Spaß gemacht und ich freue mich auf Weiteres. Das ist jetzt keine Auswärtsfahrten mehr groß mit Übernachtung oder einen Tag vorher losfahren, sondern das ist hier ab ins Auto und zum Platz. Und ja, das ist einfach ehrlicher Fußball und ich glaube, da freue ich mich drauf. Ist natürlich auch mit einem ganz anderen Zeitaufwand verbunden, als es im Profibereich ist. Aber ich glaube, dass ich hier im Amateurbereich doch den einen oder anderen Weggefährten von früher wiederfinde. Und ja, ich freue mich auf die Duelle. Fitnesszustand würde ich jetzt mal behaupten, ist gut, weil ich bin seit anderthalb Jahren nicht verletzt gewesen. Ich habe keine Trainingseinheit verpasst, auch wenn ich nicht viel gespielt habe, war ich doch jeden Tag beim Training dabei und habe Gas gegeben. Und auch jetzt in der Sommerpause habe ich nicht irgendwie mich hängen lassen oder nichts gemacht, sondern auch da habe ich mir die Laufpläne von den Profis noch mitgeben lassen für die Sommerpause und habe da auch mein Programm absolviert. Von daher, ich muss nicht bei Null starten. Das Einzige, was die Jungs mir hier wahrscheinlich voraus haben, ist das Training mit dem Ball. Das habe ich nicht so gehabt wie die in den letzten Wochen, aber ich glaube, da komme ich auch relativ schnell wieder rein. Ja, er hat gar nicht viel gemacht. Also ich habe ihn damals, als ich die Entscheidung von St. Pauli bekommen habe, dass ich mein Vertrag nicht verlängert wird, habe ich Ebbe mal angerufen, gefragt, wie das aussieht, ob er hier nächstes Jahr noch Trainer ist und vielleicht noch jemanden gebrauchen kann. Und hat sich natürlich gefreut, dass ich an ihn gedacht habe. Und kenne ja auch Ronald Lotz schon längere oder mehrere Jahre. Und von daher, er musste mich nicht überreden oder mit mir essen gehen oder sonst was, sondern wir haben einfach ein paar Mal gesprochen. Seit März, April ungefähr ging das. Und auch mal wieder ein paar Wochen nichts voneinander gehört. Und das war aber alles ganz cool und ganz entspannt und nachher gab es dann die ein, zwei ernsteren Gespräche mit Ebbe und mit Ronald Lotz und ja, alles gut. Jetzt sitze ich hier. Ich weiß nicht, ich glaube, da haben wir andere starke Spieler im Kader, die das mindestens genauso gut machen und Ebbe soll sich darauf konzentrieren, uns einzustellen und von der Seitenlinie aus zu coachen. Spaß am Fußball haben. Ne? Also ich glaube, das ist bei mir in dem letzten halben Jahr bei St. Pauli vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, gerade auch aufgrund der wenigen Einsatzzeiten, die ich hatte. Mir hat es immer Spaß gemacht, mit den Jungs zu trainieren und Gas zu geben, aber wenn du als Profisportler dann nachher am Wochenende nicht zum Einsatz kommst, dann macht das Ganze nur halb so viel Spaß und ja, deswegen freue ich mich hier hoffentlich wieder eine höhere Spieleinsatzzeit zu bekommen, mit den Jungs auf dem Platz Gas zu geben und zu kämpfen und möglichst viele Punkte zu holen. Und ich habe mir die Tabelle von der letzten Saison mal angeschaut und vielleicht können wir in dieser Saison ja nochmal den einen oder anderen Platz weiter oben stehen. Ja, wird eine Herausforderung, zumal ich auch selber noch Trainer bin bei den St. Pauli Frauen und da auch noch mal ein paar Termine dazwischen kommen. Aber ja, ich habe mich auch für Viktoria und Oberliga entschieden, weil ich richtig Bock auf Fußball habe und deswegen werde ich das schon versuchen, alles so hinzudeichseln, dass ich auch so oft wie möglich beim Training hier sein kann. Möchte nicht einmal die Woche hier sein beim Training, weil wenn ich einmal die Woche komme, dann werde ich auch nicht spielen und dann macht das Ganze auch wieder keinen Spaß. Deswegen schon ehrgeizig und ambitioniert versuchen, alle Trainingseinheiten wahrzunehmen, um dann auch am Wochenende für den Trainer eine Option sein zu können. Wie der Arbeitsalltag im Allgemeinen aussieht, das kann ich noch gar nicht so sagen, weil der Job erst ab 1.9. anfängt.
Aber ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass St. Pauli und ich eine gute Lösung gefunden haben, wie es für mich nach der Karriere in dem Verein weitergeht. 17 Jahre in einem Verein, das wischt man nicht so einfach weg. Und deswegen freue ich mich, dass es da auch für mich beruflich jetzt in diesem Verein weitergeht und wir eine gute Lösung gefunden haben. Und ansonsten, wie das genau aussieht, werde ich euch in ein paar Wochen wahrscheinlich mehr darüber berichten können. Langfristige Pläne bei St. Pauli, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einen guten, ordentlichen Arbeitsvertrag unterschrieben mit einem Job, wo ich sage, der kann mir richtig viel Spaß bringen, glaube ich. Und das wird man dann sehen, inwieweit oder inwiefern das da weitergeht oder ob sich mein beruflicher Werdegang nochmal woanders hin ausschlägt, das weiß ich nicht. Aber klar, das Trainergeschäft ist immer was Spannendes, mache ich ja jetzt teilweise auch schon und bin dabei, meine Trainerscheine weiterzumachen. Aber jetzt im Grunde genommen bin ich erstmal froh, bei St. Pauli einen Arbeitsvertrag zu erhalten und hier bei Viktoria in der Oberliga Fußball spielen zu können. Und das ist erstmal eine gute Basis.